Hey Leute, ich bin's Colin, euer Tech News mit eurem Technikkanal hier auf YouTube. Wenn du mich abonniert hast, bist du immer auf dem neuesten Stand zum Thema Technik. Und ich weiß nicht warum, aber immer wenn ich am wenigsten Zeit habe, kommen die meisten Themen rein. Das wiederum bedeutet, dass diese Folge etwas länger sein dürfte als alle anderen. Aber natürlich wie immer vollgepackt mit Wissen. Und auf geht's mit dem Intro. Los geht's erstmal mit Microsoft. Windows 8 ist endlich fertig. Für MSDN-Kunden steht das Ganze schon als Download zur Verfügung. Normales dürfen sich das Ganze als 90-Tage-Demo-Version reinziehen und gucken, was das Ding so drauf hat. Den Link zum Download findet ihr unten in der Beschreibung. Dann gibt es noch eine Aktion, die das ganze Internet verdunkeln soll, beziehungsweise für alte Internet Explorer. Am 26. Oktober, an dem Tag, an dem Windows 8 auch offiziell in den Handel kommt, wird für den Internet Explorer unter Version 9 viele Webseiten schwarz bleiben. Natürlich mit einem Hinweis, dass man den Browser aktualisieren soll und mit Links zu allen möglichen Browsern. Finde ich zwar einerseits sehr gut, aber andererseits auch gar nicht gut, denn die noch ältere Internet Explorer benutzen, heißt meistens, dass sie sich nicht gut mit dem Computer auskennen und sie sind meistens eher nur verwirrt, wenn die Seite schwarz bleibt. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Update-Zwang? Ja gut, dann wären wieder andere nicht einverstanden, weil das Ganze dann natürlich nicht mit der Lieblingsversion funktioniert, die man vielleicht noch haben will, weil die neue scheiße ist, bla bla bla. Aber es geht ja hier auch ziemlich um die Sicherheit, denn neuere Browser sind eindeutig sicherer und sie erfüllen viel mehr Standards, das heißt, das Web kann weiter ausgebaut werden. Für neue Browser im Internet! Und dann gibt es da noch ein ewiges Gerangel um die Microsoft Surface Tablets, beziehungsweise um die RT-Variante, das heißt die billigste Variante davon, auf dem nur Windows 8 RT läuft. Worauf wiederum keine normalen Windows-Programme laufen, sondern nur die Apps im Windows Store. Dieses billigste Tablet soll nämlich scheinbar schon für 199 Euro in Laden kommen, was wiederum andere Hersteller verärgern dürfte, weil die diese Preisvorstellung nicht ganz erfüllen können, weil die natürlich auch was damit verdienen wollen, im Gegensatz zu Microsoft. Die verdienen ja mit Windows 8. Aber rein aus Consumer-Sicht gesehen ist das natürlich perfekt. Allerdings handelt es sich dabei nur um ein Gerücht, das heißt keine Ahnung, ob das wirklich so stimmt. Und weiter geht's mit einem Menschen, der etwas sehr Dickes an sich hat. Und ich meine natürlich die Polizeiakte damit. Gut, die Person an sich ist nicht die dünnste, aber das ist ja scheißegal. Die Rede ist von Kim Schmitz. Jetzt kam nämlich auch noch raus, dass er scheinbar ein Weltuntergangsgerät bei sich tragen würde, womit er all seine Server löschen könnte, was natürlich, weiß ich nicht. Könnte natürlich sein, ist aber eher unrealistisch. Was glauben diese Behörden eigentlich alles? Ach ja, und ich besitze ein Gerät, das die Welt zum Untergang bringt. Nicht nur Server. Und nachdem Kim Schmitz ja sich schon seit einiger Zeit wieder relativ frei bewegen darf und einen Teil seines Geldes wieder zurück hat, wird die Auslieferung an USA immer unwahrscheinlicher. Die haben einfach zu viel Scheiße gebaut. Also ich meine natürlich die Beamten. Amerika macht doch keine Scheiße. Und dann weiß .com scheinbar, was wir alle wollen und dass es ganz bestimmt noch dieses Jahr kommt. Ein neues Hello Kitty Computerspiel? Knapp daneben. Wobei, was es wirklich ist, weiß eigentlich keiner. Es weiß nur jeder, dass es nicht der angekündigte Musikdienst Megabox ist. Der wurde nämlich auch angekündigt, weil er noch gesagt hat, das kommt auch noch dieses Jahr. Das heißt, es ist irgendein weiterer Dienst. Ich gehe mal davon aus, dass er Mega-Upload in irgendeiner Weise wieder online nehmen will. Wer weiß ja schon, ob das wirklich stimmt, aber es wäre ein richtiger Schlag ins Gesicht für amerikanische Behörden. Die es nebenbei auch ganz schön verdient hätten, finde ich. Dann wäre dann natürlich noch ein super günstiges Smartphone von Foxconn auf Android basierend mit einem 4,3 Zoll großen IPS-Bildschirm mit 720p Auflösung, einem Quad-Core-Prozessor und das Ding kostet lediglich 250 Euro. Die Frage ist nur, ob es auch auf den europäischen Markt kommt. Denn bis jetzt gibt es das nur in China. Wobei jetzt eigentlich nicht stimmt, erst ab Oktober. Aber China halt. Und Nokia lebt scheinbar noch. Die wollen nämlich am 5. September neue Smartphones vorstellen, wahrscheinlich mit dem neuen Betriebssystem Windows Phone 8. Und zwei kleine neue Fakten zu Apple vs. Samsung. Fakt Nummer 1. Apple wollte 2010 von Samsung für jedes Smartphone 30 Dollar haben und für jedes Tablet 40 Dollar. Es sei denn, die lassen einen Touchscreen weg, dann wären es 20% weniger, weil Apple hat natürlich einen Touchscreen erfunden, wer denn sonst? Fakt Nummer 2. Immer mehr Richter erhalten scheinbar gar nichts mehr von dieser Patentklagerei. Ein Apple-Anwalt hat der Richterin nämlich eine 75 Seiten lange Liste mit Namen gegeben, die scheinbar Zeugen sein sollen. Und die Richterin sollte diese Liste natürlich die Nacht über durcharbeiten. Worauf die Richterin den Anwalt gefragt hat, ob er eigentlich Crack rauche. Komische Reaktion, aber auf jeden Fall geht diese Reaktion in die richtige Richtung. Wie findet ihr diese ganze Klagerei? Findet ihr die immer noch angemessen oder ist das eher was für den Kinderspielplatz? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und es kommt der Nachfolger des H246er Codex. Dieser hört auf den wunderschönen Namen High Efficiency Video Coding oder auch 256.
Diese soll die Datenrate nochmal halbieren können bei gleichbleibender Qualität. Das wäre ein super Fortschritt, nicht nur für YouTuber, die einfach viel weniger hochladen müssten, sondern auch für das gesamte Fernsehen, was dann vielleicht auch 1080p mal aussenden könnte, ohne irgendwelche Datenprobleme zu haben. Und natürlich für Videos auf Mobile-Plattformen, einfach weil über Handynetze die Hälfte der Menge bei der gleichen Qualität gestreamt werden muss. Ich freue mich drauf! Dann gibt es noch eine kleine Neuerung zu OnLive. Die entlassen gerade ein paar Mitarbeiter und wurden von einem anderen Unternehmen übernommen. Aber das heißt nicht, dass der Dienst nicht mehr existiert. Der soll scheinbar genauso weiterlaufen, wie er bis jetzt läuft. Das heißt, es kommt doch auf die Verdammt! Dieser Name ist scheiße. Und eine Untersuchung hat herausgefunden, dass viele Unternehmen die Shitstorms auf YouTube einfach nicht ernst nehmen. Aktuelles Beispiel hierfür ist natürlich Vodafone. Die waren mal ein Wochenende kurz nicht auf Facebook und schon haben sich 6000 Leute beschwert und 60.000 Leute diesen Beitrag auch noch geliked. Und dazu kommt noch, dass 54% der Firmen auf Facebook einen Shitstorm nicht so ganz ernst nehmen, weil die einfach sagen, das schädigt unseren Ruf nicht. Ich meine, wenn alle Menschen in deinem Umkreis sagen, ich hasse dich, dann denkst du ja auch nicht, dass dich alle mögen. Wobei ich da echt ein paar kenne. Warum ist es eigentlich so dunkel geworden? Irgendwie ist die Sonne weg. Die Sonne ist weg, es wird kälter. Ich kann wieder rausgehen. Wobei, eigentlich bin ich ja ein Zocker, ich gehe nicht raus. Und sie ist auch wieder da. Ich hoffe, dir hat dieses kleine Video gefallen und zwar so sehr, dass du mich einerseits abonnierst, andererseits auf einen Daumen hoch klickst und dieses Video unter all deinen Freunden teilst, die sich vielleicht auch für mich interessieren. Wobei sich eigentlich keiner für mich interessiert. Aber du könntest mir helfen, das zu ändern. Es würde mich echt freuen. Ach ja, und auf Facebook, der Link ist unten in der Beschreibung, poste ich sehr viele News, die es nicht in die Sendung schaffen, weil es einfach viel zu viel wird. Und Facebook und Google Plus ist auch noch da, da mache ich zwar nicht ganz so viel, aber da kannst du mich trotzdem adden. Das war's für heute von meiner Seite. Ich bin's Colin, euer Herr Tech News. Ciao!